Aua, herzlich willkommen zu Freddy Krüger 91527 Weihnachtszeit 2012, Folge 3. Oder was? Tja, das war echt cool irgendwie, als ich gestern das Video zu Ende gerendert hatte und so weiter und dann rausgefahren bin, hatte ich die Mütze immer noch auf. Dann hat das echt prompt angefangen zu schneien. Und es ist den ganzen Tag lang weiter geschneit, das war echt cool. Allerdings war der Boden so warm, dass der Schnee kaum liegen geblieben ist, nur auf ein paar Pflanzen und so. Aber der lag ja auch heute Morgen noch. Das war toll, durch die Winterlandschaft fahren zu können. Zur Arbeit. Frühschicht ist zu kotzen. Aber jetzt habe ich ja Feierabend und somit genug Zeit, um den Weihnachtskalender zu öffnen, der sich hinter meiner Omme befindet. Yeah. Kamera anschalten hier, damit man auch sehen kann, wo ich hingehe. Diesmal habe ich nachgeguckt, dass der Haken auch wirklich drin ist. Das bedeutet, ihr müsstet eigentlich jetzt in mein dämliches Gelaber hören können. Oh, Aufnahme startet. Übrigens, gestern das Ding war hier hinter diesem, Kochgeschirr versteckt gewesen. Da ist nochmal die Miezekatze, die man jetzt natürlich nicht sehen kann, weil es so dunkel ist. Und der Schneemann, den ich gestern verkündet habe. So, kommen wir nun zu dem dritten. Wo ist der denn? Da. Ich muss schon wieder hinter einen Arsch. Diesmal hinter den Arsch von diesem Bengel, der mit dem Nudelholz den Teig zermacht. Jawohl. Geh schnell auf. Und da ruft man dabei dahinter. Ich würde sagen, das ist ein Haus oder sowas. Oder eine Kuckucksburg. Nein, das ist ein Haus. So, was ist hinter dem Haus? Oh, ich habe das Haus zerstört. Ja, von Abflussmethoden. Das ist ein Weihnachtsmann, der zusammen mit einem Elch auf einem Schlitten fährt. Und er hat ein Geschenk dabei. Das mag wohl irgendwie ein Geschenk sein. Wahrscheinlich die Abflussgenehmigung für das Haus. Batterie. Verdammt! Jetzt bringen wir die ganze Zeit die Trümmer von dem abgerissenen Haus runter. Ja. Wir neue Batterien dafür besorgen. Also, hier ist die Oberseite von dem Haus und hier ist die Unterseite. Und wenn man das so zusammenpackt, dann hat man echt ein vollständiges Haus, das ein bisschen an eine Kuckucksuhr erinnert. Mit einem Loch drin. Ja, Kuckuck. Das ist wieder massive Schokolade. Schon wieder mehr als einen Tag her. Ich weiß also nicht, ob diese Schokolade genauso wie die Schokolade von gestern schmeckt. Ich könnte mir die Hälfte davon aufheben, um morgen das Ding zu vergleichen, aber wahrscheinlich habe ich dann wieder was völlig anderes drin. Wie irgendwas Gefülltes oder Erdbeermansche oder so Zeug. Nein, ich werde es einfach vollständig vertilgen. Eigentlich gibt es nichts weiter mehr zu erzählen. Ich habe auch noch nicht nach dem Blog gesucht. Genau, das war ja gestern auch nicht mehr zu hören, weil ja nichts zu hören war. Ich wollte ja eigentlich mal meinen Blog suchen. Ich habe irgendwo noch so einen Blog voller schäbiger Weihnachtslieder. Die könnte ich euch dann alle nach und nach in die Ohren grölen. Aber ihr habt Glück gehabt. Ich habe den Blog bis jetzt noch nicht gesucht und daher habe ich den Blog auch noch nicht gefunden. Tja. Vielleicht morgen. Mal sehen. Wiedersehen, ich muss mir jetzt ein neues Bier holen.